und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dungeon Siege. Was bedeutet denn das hier? Was bedeutet denn das? Genau, nehmen wir erstmal das. Dann nehmen wir das. Heilung brauchen wir momentan erstmal nicht. Ne? So, dann boxen wir uns weiter durch. Und schauen, dass wir die Gefangenen befreien können. Ne? Das ist ja das große Ziel. Achso, warte. Große Ziel, was wir jetzt hier so haben. Achso, halt, wir sind bereit. Und fliegt über die Klippe, mein Freund. So, wir sind gleich wieder an einem Speicherpunkt. Und? Tschüss. Tschüss. Dann den Speicherpunkt nehmen wir mal mit. Ist ganz gut, ne? Und was werfen sie uns noch entgegen? Momentan nicht viel. Wie kommen wir denn eigentlich hier weiter? Ach, da. Achso, ich kann zurzeit gar nicht. Muss erst mal wieder aufladen hier. Ne? Sehr schön. Magie und... Tschüss. Haben wir hier eigentlich noch irgendwas? Können wir das hier? Ja, können wir, aber bringt uns nichts. Jo, dann. Aber ich finde, die haben doch recht nette Speicherpunkte hier, ne? Die sind ziemlich nah beieinander. Also ist jetzt nicht unfair gesetzt, ne? Dass man sagt, okay, die sind zu weit auseinander und dann hat man keine Chance, wenn man jetzt auf hart spielt oder so. Und da kann man sich ja dann dran austoben, ne? Ja, dann machen wir noch. Warte, ja, ich konnte gar nicht. Warte, ich muss erst mal den hier. Ach ne, das ist schon der Brabant. Warte, halt. Oh, den haben wir gut. Das war's, mein Freund. Der Kondensator. Ja, dann nehmen wir den Speicherpunkt natürlich. Das ist klar. Kam noch Magie. Was ist denn das da unten? Kraftfeld oder so, ne? Irgendwas in der Art. So, und jetzt wird's interessant hier. Okay. Die dunkle Schwester scheint uns wohlgesonnen zu sein. Sie hat das letzte vom richtigen Weg abgekommene Kind zu uns geführt. An welchen Zaubern arbeitet ihr hier, Hexe? Nur Geduld, kleiner Legionär. Ihr werdet sie bald sehen. Aber da ihr jetzt hier seid, habt ihr uns den Ärger erspart, nach euch zu suchen. Hilfe! Warte, irgendwie passt das hier überhaupt nicht. Warte, ich muss, ich bin hier total... Warte, halt, warte doch mal. Ich muss erstmal hier weg. So, Moment. Ich bin gleich für euch da. Oh, ja. Du grüne Neune. Ah.
müssen erstmal um den Kleinkram hier kümmern, ne? Ah, warte, warte, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, lass doch mich mal. Ich weiß doch. Ich weiß es ja. Ihr könnt mal, hör doch auf mit euren... Ah, ich reiße aus. Ich reiße ja aus. Ich reiße ja schon aus. Ich bin schon so gut wie ausgerissen. Ich komme hier rüber. Das ist die Hexe eigentlich. Oh, was kommt denn da? Ah, warte mal, da drüben ist ein Ball. Ich glaube, jetzt muss ich mich wirklich mal der Hexe hier widmen. Aber irgendwie... Sag mal... Oh, warte, halt! Halt, geh weg! Sag mal, mache ich hier irgendwas noch falsch? Vielleicht muss ich die einfach nur befreien hier. Nee, ne? Wie kann ich denn gegen die Hexe da was ausrichten? Muss ich da irgendwas anderes zerstören? Nee, ne? Wo ist er denn eigentlich? Ah, jetzt. Halt, was habe ich denn jetzt hier? Ist das was Gutes? Was Böses? Boah, also ich muss mal sagen, im schweren Modus ist es doch bestimmt gar nicht so einfach. Boah, ich geh erstmal wieder weg. Ich geh erstmal wieder weg. Oh, wait. Oh, warte. Wartet, wartet, wartet. Ja, ich bin ja schon weg. Ich bin ja schon so gut wie weg. Ah, Hilfe! 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 So, ich kann gar nicht. Warte, ich muss mal wieder drauf eindreschen. Dann werde ich Magie bekommen. Ja, ich geh weg. Ich bin schon weg und... Und... Und noch eins. Also, ich muss sagen, auf normal, denke ich, ist das eine recht nette Herausforderung. Ich bin dann doch zufrieden, dass ich hier leicht gewählt habe. Bin dann doch recht zufrieden. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir vielleicht mitnehmen können? Nee, ne? Sieht... Oder warte mal, da hinten vielleicht. Das hier? Auf diesem Tisch befinden sich einige unfreundliche Objekte. Innerhalb dieser grausigen Sammlung entdecke ich einige Knochen, eine verrottete Rabenklaue, Schalen mit übelriechenden Kräutern und ein kleines Fläschchen mit Zähnen. Hm. Interesting. So, dann. Jetzt aber. Seid gegrüßt. Danke, dass ihr mich freigelassen habt. Ich habe diese Hexen unterschätzt. Es sieht wie ein normaler Käfig aus. Ist es aber nicht. Ich habe versucht, mir meinen Weg herauszubrennen. Aber irgendwie ist der Feuer fest. Ihr habt versucht, euren Käfig anzuzünden? Ich konnte schon immer Feuer nur durch meinen Willen erzeugen. Als ich jung war, dachte ich sogar, ich selbst wäre die Quelle. Aber diese Kraft ist umso stärker, je klar umrissener der Zweck ist. Ich habe versucht, die Stäbe durchzubrennen, aber sie blieben einfach kalt. Und von innen konnte ich auch keine Flammen erwirken. Ich denke, das ist Leskansi-Hexerei. Aber jetzt, wo ich diesen Käfig los bin, müssen sie schon ins Wasser springen, um sich vor meinen Flammen zu retten. Ihr seht aus wie eine Fremde. Seid ihr eine Tochter der Legion? Nein, nicht von der Legion. Odo glaubt, ich sei eine Archon, eine mythische Kreatur. Ich weiß, das klingt lächerlich. Und wenn das wahr wäre, wo sind dann all die anderen meiner Art? Er fand mich nicht weit von hier, als ich noch ein Kind war. Er sagte, dass ich einzigartig sei und für ihn ein Zeichen der Hoffnung. Aber das sind seine Worte, nicht meine.
Ich versuche nur danach zu leben. Haben euch die Leskanzi überrumpelt? Natürlich nicht. Odo hatte mich ausgesandt, um nach Nachzüglern auf dem Weg zur Versammlung zu schauen. Ich war in der Stadt, als die Leskanzi angriffen. Sie hatten ihre Armee mit Hilfe von Hexenmagie als Schatten getarnt und ihre Schritte gedämpft, aber ich habe sie trotzdem gesehen. Es waren meine Schreie, die die Stadt alarmiert haben. Die Bürger flohen. Ich stand allein gegen eine Übermacht an Feinden. Aber ich habe mich trotzdem entschieden anzugreifen. Ich weiß selbst nicht warum. Die Söldner sind hergekommen, um zu plündern und zu töten. Ihr wolltet sie dafür bestrafen. Ja, ihr habt recht. Ich habe gegen die Leskanzi nicht wie ein Soldat, sondern wie ein Henker gekämpft. Sie wollten die Legion vernichten. Die Möglichkeit, dass auch nur ein einziger von ihnen davonkommen könnte, empörte mich. Ich schwor, alle zu verbrennen, und das habe ich auch getan. Odo und Martin warten schon. Sie haben mir aufgetragen, nach den Überlebenden zu suchen. Odo ist am Leben? Bringt mich zu ihm. Ich verspreche auch, mich bei möglichen Kämpfen zu kontrollieren. Ich bin hier drin. Hilfe! Ja, das ist richtig. Moment. Wir müssen aber erstmal einen Moment mal schauen. Ein Drehtritt. Warum eigentlich nicht? Er schafft einen Hitzekreis. Finde ich beinahe noch besser. Achso, nee, den haben wir ja schon, ne? Okay. Nee, dann die innere Wärme. Erlangt einen Zustand innerer spiritueller... Und achso, Gesundheit. Natürlich. Natürlich. So, das wäre der Hitzekreis, das wäre die innere Wärme und das ist der Drehtritt. Wir machen mal die Aura der Opferung. Die erhöhen wir mal. Ne, halt, wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt. Dann nehmen wir den nochmal. So, strahlende Wärme. Ja, schon. Ja, besetzen Feinde zu lähmen, finde ich super. Los, auf geht's, kaufen wir. Achso, jetzt habe ich zweimal, ja, warum nicht? Zweimal gemacht, dann sei es drum. Danke. Seid ihr auch ein Legionär? Ich wusste, dass noch ein paar von uns übrig sein mussten. Ich war nicht sicher, ob ihr mich hier finden würdet. Zumindest nicht rechtzeitig. Was hatte diese Hexe denn mit euch vor? Ich weiß es nicht. Zuerst dachte ich, sie würde mich verhören. Ich sagte ihr, dass sie von mir keine Geheimnisse erfahren würde, aber sie lachte nur. Dann zündeten sie und ihre Freunde das Feuer an. Wenn ihr nicht rechtzeitig gekommen wärt, ich glaube, sie wollte mich bei lebendigem Leib verbrennen. Ja, das hat mir schon gehört mit den Seelen. Wisst ihr, ob es noch andere lebend herausgeschafft haben? Ich glaube nicht. Zumindest habe ich vom Inneren dieses Käfigs aus niemanden gesehen. Ihr gehört also auch zu den Nachfahren der alten Legion. Ja, mein Name ist Armand Dublon, Enkel von Crespin Dublon. Er starb vor 30 Jahren in Stonebridge, bevor ich geboren wurde. Unsere Familie besaß ein Anwesen südlich der Stadt. Wir hielten uns dort für lange Zeit versteckt. Aber Jane Cassinda fand uns. Sie tötete meine Eltern und auch meinen Bruder und meine Schwester. Ich war der Einzige, der entkam. Wie seid ihr hier gelandet? Ich wurde gefangen genommen, im Anwesen. Als die anderen flohen, blieb ich zurück, um ein paar verletzte Männer zu beschützen. Ich tötete ein paar Söldner, aber sie müssen mich niedergeschlagen und hierher getragen haben. Aber warum? Alle anderen haben sie ermordet. Wieso nur hege ich Zweifel an eurer Geschichte? Schon gut, schon gut. Ich rannte in Richtung Hinterausgang, stieß dabei mit dem Kopf gegen einen Balken und wachte hier in diesem Käfig auf. Zufrieden? Ja, ja, bin sehr zufrieden. Wir müssen euch da rausholen. Ihr solltet nun sicher zum Versammlungshaus zurückkehren können. Ich stehe in eurer Schuld. Also dann, wir sehen uns im Versammlungshaus. Und passt auf euch auf. Gut. So, Charlie. Wie können wir eigentlich wechseln? Die Gruppe wechseln. Verdammt, ich weiß es nicht.
Ihr mit? Ne. Ihr mit? Ne. Jo. Also das ist das, ne? Und das ist das. Ja, was? Ach so, ja, da, ja, aber und wie? Warte mal, wenn ich so mache, vielleicht so wechseln? Ne, geht auch nicht. Anchari, Tukidibidui. Warte jetzt mal, wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Wo konnten wir denn das einstellen? Hier mit diesen. Ja, ja. Aha. Aha. Nee. Eigentlich, das ist nicht das, was ich suche. Ja, wir schauen erstmal, was. Ja, genau, wie würde ich ausrüsten? Das sieht super aus. Das andere brauchen wir alles erstmal nicht. Aha. Was ist da? Moment. Nö. Inventar? Ja, aber da kann ich ja eh nichts machen. Achso, umwandeln kann ich ja. Das machen wir auch irgendwann mal, aber erstmal noch nicht. Ja, Wissenschaft ist auch erstmal Quatsch. Aber ich konnte. Ach da, die Haltung ändern, ne? Aha. Aha. Nee. Feuerform. Hm. Meine Güte. Nee, lassen wir es mal so, wie es ist, ne? Aber wie kann ich dazwischen wechseln? Kann mir das mal jemand sagen? Wie ich zwischen den beiden wechseln kann? Wo ist denn eigentlich meine Karte? So ein bisschen. Ach, wartet mal. Sehr gut. Das habt ihr souveräner erledigt, als ich erwartet habe. Bravo. Ihr habt meinen Respekt. Also, da ihr ja eure Ziele erreicht habt, würde ich euch bitten, mir einen Gefallen zu erweisen. Vorher nur wusste ich, dass ihr mich um einen Gefallen bitten würdet. Oh, nun habt euch doch nicht so, Schätzchen. Nach allem, was ich für euch getan habe, werdet ihr doch ein kleines bisschen Zeit für die arme Leona abzweigen können. Ich habe einen Schlüssel erhalten, mit dem man die Tore des Gunderic-Anwesens öffnen kann. Ich brauche einen großen, strammen Mann, der vor mir da reingeht und aufräumt. Also habe ich natürlich gleich an euch gedacht, Schätzchen. Schätzchen? Du hast ganz schön viele Schlüssel an deinem Schlüsselbund. Komischerweise. Ich will zuerst mehr über das Anwesen erfahren. Auf dem Gunderic-Anwesen wurden früher die Magier der Region ausgebildet. Sie sind natürlich schon lange tot und das Haus ist verlassen. Aber es könnte trotzdem noch nützlich sein. Was habt ihr mit dem Gunderic-Anwesen vor? Was eine selbstbewusste Hexe sich von einem Ort wie diesem verspricht, fragt ihr? Magie, Schätzchen. Vor der Vernichtung der Legion studierte Lord Gunderic alle möglichen magischen Künste. Legionsmagie, Liskanzi-Magie, die Zauber der ersten Menschen. Ihr hofft doch sicher nicht, all diese magischen Künste selbst zu erlernen. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber über einen Wissensschatz wie Lord Gunderics Bibliothek zu verfügen, kann nie schaden. Und es ist natürlich eine günstige Gelegenheit. Ihr habt schon den Schlüssel. Wozu braucht ihr dann noch meine Hilfe? Das Gunderic-Anwesen ist verlassen, aber nicht leer. Lord Gunderic und seine toten Diener schleichen immer noch durch die Hallen und töten jeden Eindringling. Meine Künste gewähren mir ein wenig Macht über die Toten, aber nicht so viel. Das Anwesen muss befreit werden, bevor ich es übernehmen kann. Könnt ihr mir etwas über Lord Gunderic erzählen? Allzu viel weiß ich selbst nicht. Lord Stefan hat viele Legionsmagier ausgebildet. Er war also nicht nur ein Krieger, sondern auch ein Gelehrter. Als die Legion in ihre letzte Schlacht zog, war Stefan nicht dabei. Er verschanzte sich auf dem Anwesen, zusammen mit seiner Familie und seinen treuesten Schülern. Manche sagen, dass er es aus Feigheit tat. Andere, dass er einen mächtigen Zauber ersinnen wollte, um den Krieg dort ein für allemal zu beenden. Aber wie auch immer, er ist gescheitert. Also gut, gebt mir den Schlüssel. Ich kümmere mich darum. Wundervoll.
So viel Großzügigkeit verdient natürlich eine sofortige Belohnung. Deshalb erzähle ich euch etwas über eure Verfolger. Was den Angriff auf das Mont Baron-Anwesen betrifft, so haben zwar hauptsächlich Lescanzi-Söldner gekämpft, aber ihre Anführerin war eine Frau namens Rajani. Damit allein kann ich nicht viel anfangen. Könnt ihr mir nicht noch mehr von ihr erzählen? Ich weiß nicht, wer sie ist. Oder besser gesagt, was sie ist. Aber ihr stehen große Reichtümer zur Verfügung. Sie hat die Hälfte der Lescanzi-Clans aus dem Süden von Eb angeheuert und hierher geführt. Und zwar nur, um euch und das Wiederaufleben der Legion aufzuhalten. Ihr solltet wissen, dass sie sich derzeit im Rathaus eingenistet hat. Falls ihr nach Rache dürstet, solltet ihr diesem einen Besuch abstatten. Wenn sie so mächtig ist, wird es mir nicht reichen, nur ihren Namen zu wissen. Sie mag mächtig sein, aber auch ich bin nicht gerade machtlos. Helft mir mit dem Gunderic-Anwesen und wer weiß, vielleicht kenne ich ja etwas, das eure Chancen auf dem Schlachtfeld verbessert. Also gut, hier ist der Schlüssel. Wir sehen uns dann wieder, wenn ihr die derzeitigen Bewohner des Anwesens ausquartiert habt. Diese Tür führt zurück in den Wald. Möge die dunkle Schwester mit euch sein und der treue Hund euch schützen. Was für eine Tür? Die Tür. Die Tür. Ja, wir müssten noch was anderes machen dazwischen. Ach, Moment, da ist doch die andere Dame. Ach, da seid ihr ja. Ich wollte mich für euer Vertrauen in mich bedanken, trotz meines Lescanzi-Bluts. Wohin werdet ihr jetzt gehen? Ich werde zu meiner Familie zurückkehren, mein Bester, so schwer es mir auch fällt, mich von euch zu trennen. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder, aber jetzt muss ich... Noch mehr Feinde. Sie wissen, dass wir hier sind. Die Söldner kehren aus Rabenbach zurück. Ich schätze, sie suchen nach euch. Helft ihr mir, gegen sie zu kämpfen? Nein. Wenn sie mich hier sehen, werden sie wissen, dass Leona sie verraten hat. Der treue Hund möge euch beschützen. Vielleicht sehen wir uns wieder. Okay. Gut. Sei es drum. Was haben wir noch? Aha. Magie wäre mir lieber. Richtig. Haben wir hier noch was? Schwester Vera, kümmert euch um die erforderlichen Beschwörungen und Ritualvorbereitungen und wartet auf meine Rückkehr. Hoffentlich hat unser Fang Informationen darüber, wo wir weiteres Legionärsblut finden können. Dies verspricht, eine sehr lukrative Unternehmung zu werden. Ich muss wichtige Angelegenheiten mit unserer Auftraggeberin besprechen. Anschließend werde ich den Friedhof der Stadt aufsuchen, um unsere benötigten Vorräte aufzufüllen. Ich werde rechtzeitig vor Mitternacht wieder zurück sein. Enttäuscht mich nicht. Zaria ist eine richtige Frauengang hier, ne? Rajaya... Zaria. Also. Ja, wir gehen mal zum nächsten Speicherpunkt und dann machen wir Schluss für heute. Ne? Jetzt, wo wir mal einen Speicherpunkt bräuchten, ist natürlich keiner da. Ne? Ich sag's nicht gern. Mädel, kannst du irgendwas... Ach da, ich bin... Unsere Chancen stehen nicht allzu gut. Warte, ich muss weg! Ich muss weg! Warte mal, ich muss mal ein bisschen hier von dem Lebenssaft. Beinahe. Wäre es um uns geschehen gewesen. Was haben wir hier? Ach, wartet mal, ehe wir irgendwas machen, schauen wir trotzdem nochmal nach. Weil es sind ja jetzt trotzdem einiges hier. Momentum weg, aber dafür Ausdauer und Rüstung. Keine Ahnung, ob das Momentum
super ist oder nicht. Wir nehmen es jetzt, aber ich glaube, das war nicht so gut, oder? So, hier hätten wir Schuhe. Ja, das ist schwierig. Weil Willen ist ja auch nicht so schlecht, ne? Da verlieren wir Beweglichkeit und Rüstung. Dafür angreifen und wieder Willen. Okay, nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Okay. Und kann ich zu... Ach, da. Sehr schön. Ne, komm erstmal hier hin. Sehr schön. Und hier Angriff wenig, aber dafür jämmerlich Rüstung bekommst du. Bekommst du, Anjali. Bekommst du... So, wir gehen erstmal wieder zurück. Weil ich ja speichern möchte. So, ja, dann ciao, ciao für heute.